Ein deutsches Märchen. Der Zauberbrokat. Es war einmal, vor langer Zeit in China, da lebte eine alte Witwe mit ihren drei Kindern, Fan, Shi und Mai. Die Witwe webte Brokatstoffe, die für ihre Schönheit berühmt waren. Mit Blumen, Vogel- und Tiermotiven bestickt, konnte es niemand mit ihren Brokaten aufnehmen. Und mit dem Verkauf dieser Stoffe ernährte sie ihre drei Kinder. Ich bin für heute fertig. Ich sollte besser meine Einkäufe machen. Sie schlenderte über den Markt, als ihr ein Bild ins Auge fiel. Ein Gemälde eines weißen Hauses, umgeben von grünen Feldern und einem üppigen Garten. Überall flogen muntere Vögel und neben dem Haus floss ein Fluss. Wie schön dieses Gemälde ist. Ich glaube, ich werde es kaufen. Und so tat sie es und eilte nach Hause. Fan, Yi, Mai, kommt her und schaut, was ich gekauft habe. Hast du diesen süßen Honigkuchen gekauft, Mutter? Sie kamen herunter und sahen diese prächtige Malerei. Wow, das ist wunderschön. Ist es, oder? Wie sehr wünschte ich, wir würden an diesem herrlichen Ort leben. Das ist nur ein Traum. Mutter, hast du die süßen Küchlein bekommen oder nicht? Hier sind sie. Mutter, warum webst du dieses Bild nicht zu einem Brokat? Dann wäre es doch fast so, als ob wir schon dort wohnen würden. Diese Idee der kleinen Mai gefiel der Witwe. Und so saß die Witwe von diesem Tag an ihrem Webstuhl und arbeitete nur an diesem einen Werk. Nach einem Monat murrte Fan. Mutter, wir sind es leid, Holz zu hacken, um genügend Geld zu verdienen. Mutter! Kannst du mit dem Brokat aufhören? Es dauert ewig, bis der fertig ist. Mai, die bei ihrer Mutter saß, schaute sie verärgert an. Es ist in Ordnung, Mutter. Ich kümmere mich um alles. Und so ging sie allein in den Wald, um Holz zu hacken und die ganze Familie zu versorgen. Sie webte sogar selbst einige Brokate und verkaufte sie auf dem Markt. Wenn meine Webkünste nur so gut wären wie die meiner Mutter, dann hätte ich viel mehr verdient. Die Witwe verbrannte Kiefernholz, damit sie auch nachts arbeiten konnte. Der Qualm trieb ihr Tränen in die Augen und oft stach sie sich in die Finger, aber sie machte doch immer weiter. Ein Jahr verging und dann ein weiteres. Sie hatte den prächtigen blauen Himmel gewebt und die Blumen waren leuchtend rot. Am Ende des dritten Jahres war der Brokat fast fertig. Es ist fast fertig. Nur noch einen letzten Stich. In diesem Moment öffnete Mai die Tür und kam ins Zimmer. Oh, ist es bald fertig? Es ist fertig. Schau nur, wie schön es ist, meine Liebe. Es ist unbeschreiblich, Mutter. Fan und Shi kamen herein und spähten hinein, um zu sehen, was die Aufregung sollte. Wahnsinn! Das ist wirklich toll, Mutter. Davon werden wir sicher monatelang gut leben können. Monatelang süße Küchlein. Igitt, hör auf, über solche dummen Dinge nachzudenken. Ich werde das nicht verkaufen. Dieses schöne Stück ist nur für uns. Aber während sie sprach, wehte ein scharfer Wind durch ihr Haus, erfasste den Stoff in ihren Armen und wehte ihn nach draußen. Mai und ihre Mutter liefen ihm nach, aber der Wind trug ihn weit über die östlichen Berge. Die Witwe ging und bat ihre Söhne, ihren Brokat zu finden. Bitte, bitte, meine lieben Söhne, bringt ihn mir zurück, denn ohne ihn werde ich sterben. Die beiden sahen sie an und wussten, dass sie am Boden zerstört war. Und so wurde beschlossen, dass der Ältere, Fan, gehen und den Brokat holen sollte. Er machte sich auf den Weg und nach einem Monat erreichte er einen Bergpass, wo eine alte Frau mit einem steinernen Pferd neben einem kleinen Haus saß. Wo
Wohin wollt ihr denn? Nach Osten. Er erzählte ihr die Geschichte des Brokats seiner Mutter und hielt dann inne, weil die Augen der alten Frau die Farbe wechselten. Sie blickte in die Ferne. Der Brokat ist zum Sonnenberg gebracht worden. Die Feen kopieren ihn. Nun, mein Pferd kann dich dorthin bringen, aber du musst es putzen. Erst dann wird es lebendig und kann dich zum Sonnenberg tragen. Das ist eine Menge Arbeit, aber ich werde es tun. Du musst über den Feuerberg reisen, ohne dich über die Hitze zu beschweren, oder du wirst zu Asche verbrennen. Dann kommt das eisige Meer. Während der Überquerung darfst du nicht zittern, sonst wirst du ertrinken. Das ist zu viel für einen einfachen Brokat. Die Frau sah ihn genau an und nahm einen Beutel mit Goldmünzen heraus. Nun, du kannst auch dieses Gold nehmen und die Reise vergessen. Dann nehme ich das. Er nahm gern den Beutel und ging mit dem Gold davon. Als er auf dem Heimweg war, dachte er an das schöne Leben, das er führen könnte, wenn er den Reichtum nicht teilen müsste. Und so machte er sich auf den Weg in die Stadt, allein. Derweil wartete die Witwe zu Hause voll Trauer. Er ist nicht zurückgekehrt. Je, könntest du bitte losziehen und den Brokat für mich holen? Die Witwe begann bitterlich zu weinen und so ging Ji los, um den Brokat zu suchen. Als er den Bergpass erreichte, fand auch er die alte Frau. Die erzählte ihm die Geschichte vom Flammenberg und vom Eismeer. Und wie sein Bruder nahm auch er das Gold und machte sich auf den Weg in die Stadt. Allein. Als wieder ein Monat vergangen war und nichts vom Brokat zu hören war, machte sich Mai auf die Suche. Auch sie stieß auf die alte Frau, die ihr die Geschichte erzählte. Sie begann sofort fleißig an dem Steinpferd zu arbeiten. Und bald sah es wunderschön aus. Als sie es bewunderte, trat das Pferd plötzlich mit den Hinterbeinen aus und wurde lebendig. Jetzt reise weiter. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und so galoppierten sie schon bald geschwind Richtung Osten. Als sie den Flammenberg erreichten, verschlang das Feuer Mai, aber sie ritt ohne einen einzigen Schrei durch die wütende Hitze. Und als sie das Meer erreichten, schlugen Wellen aus Eis an die Küste. Aber Mai und das Pferd bahnten sich ihren Weg und zitterten nicht. Am fernen Ufer sah sie einen goldenen Palast auf dem Sonnenberg. Sie stieg hinauf und fand darinnen viele schöne Feen, die Kopien des Brokats ihrer Mutter webten. Verzeiht mir, ich bin hierher gekommen, um den Brokat meiner Mutter zurückzuholen. Kann ich ihn haben? Oh, je, nein, das kannst du nicht. Aber heute Abend werden wir fertig und dann darfst du den Brokat deiner Mutter wieder mitnehmen. Die Feen bewirteten sie mit einer köstlichen Mahlzeit und gaben ihr ein bequemes Bett. Als die Dämmerung näher rückte, betrachtete eine der Feen ihren Brokat. Er war nicht annähernd so schön wie der der Witwe. Sie beschloss daher, dass sie diesen Brokat nicht freigeben konnte, und so steckte sie ein Bild von sich selbst in den Brokat der Witwe. Im Morgengrauen wachte Mai auf und sah den Brokat vor sich liegen. Die Feen waren verschwunden. Sie nahm den Stoff und ritt los, überquerte das eisige Meer und den Feuerberg und erreichte die alte Frau. Komm her, meine Schöne. Du solltest dich nach dieser harten Reise ausruhen. Sie streute etwas magischen Staub über das Pferd und es verwandelte sich wieder in Stein. Mai bedankte sich bei der alten Frau und ging nach Hause. Als sie Mai und den Brokat sah, erhob sich die Witwe vom Bett und war sofort geheilt. Gemeinsam trugen sie den Brokat nach draußen, um ihn im Sonnenlicht zu betrachten. Aber als sie ihn ausrollten, da erhob sich eine duftende Brise und der Brokat wuchs, bis er das ganze Land bedeckte. Die Seidenfäden zitterten und das Bild erwachte zum Leben. Überall flogen muntere Vögel umher, Tiere weideten auf dem hellgrünen Gras.
Das weiße Haus stand hoch auf dem Hügel. Alles war so, wie sie es erschaffen hatte. Außer am Fluss. Dort stand ein schönes Mädchen. Das war die Fee, die sich in den Brokat eingewebt hatte. Hallo, ich bin vom Sonnenpalast. Euer Brokat ist wunderschön. Aber so sehr ich mich auch bemühe, ich kann ihn nicht kopieren. Nun, warum bleibst du dann nicht hier bei mir und lernst? Nur so kann ich dir vergelten, was deine Magie für uns getan hat. Und so blieben die drei zusammen. Die Fee nutzte ihre Kräfte und berichtete der Witwe, wie ihre Söhne sie wegen ihrer eigenen Habgier im Stich gelassen hatten. Ah, das ist nicht wichtig. Meine May ist alles, was ich brauche. Die Witwe lud ihre Nachbarn ein, den Reichtum der Felder mit ihr zu teilen. Mai und die Fee wurden bald wirklich gute Freunde und alle lebten glücklich und zufrieden. Da kamen eines Tages zufällig zwei Bettler des Weges. Mai ging hin, um sie zu fragen, ob sie Hilfe bräuchten, aber als es sie erkannte, war sie schockiert. Was? Fan, Ji, wie könnt ihr es wagen, nachdem ihr uns verlassen habt? Die beiden Brüder brachen zusammen und flehten sie an. Sie versprachen, alles zu tun, um die Vergebung ihrer Mutter zu erlangen. Warte, May. Sie sollen ihren Willen haben. Ihr beiden, geht und arbeitet in den Gärten, wenn es euch wirklich leid tut. Aber Mutter! May, es sind deine Brüder. Wenn es ihnen wirklich leid tut, dann haben sie Vergebung verdient. Also arbeiteten Fan und Shi hart, um ihrer Mutter zu zeigen, wie sehr sie sich schämten. Und schließlich nahm sie sie auf. So waren sie wieder eine glückliche Familie. Wir dürfen nie die Liebe und Fürsorge vergessen, die uns Mitmenschen schenken, nur um sie aus Habgier wegzuwerfen. Wir müssen das Bemühen schätzen und die Liebe erwidern, die wir erhalten.